Hallo, ich bin Alena. Ich bin 24 Jahre alt und arbeite bei IKEA. Ich bin aktuell noch in der Personalabteilung als Werkstudentin und fange bald bei Real Estate an, in der Abteilung Facility Management als Spezialistin. Ich habe im Rahmen meines Studiums ein Praktikum absolviert im Bereich Real Estate, habe alle 4 Bereiche durchlaufen, Facility Management, Asset Management, Construction und Development. Dann wurde ich angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, nach meinem Studium in der Abteilung zu arbeiten, weil im Rahmen einer Veränderung neue Stellen frei werden, und habe mich dann dafür entschieden, mich intern zu bewerben. Hat dann auch funktioniert und ich bin sehr gespannt. Als Spezialistin ist man dafür verantwortlich, dass der Hausbetrieb läuft. Man sorgt dafür, dass die Haustechnik funktioniert, arbeitet mit externen Dienstleistern zusammen, sorgt dafür, dass das Einrichtungshaus läuft, dass die Kunden einkaufen gehen können, aber auch, dass die Mitarbeiter sicher sind und dass der Betrieb in Ordnung ist. Ich arbeite sehr gerne mit den Menschen hier, ich arbeite sehr gerne bei IKEA und für IKEA. Die Gleichheit ist sehr wichtig hier und die Werte, die vermittelt werden, die passen auch zu den Werten, die ich persönlich für mich habe. Und man merkt auch, dass das hier gelebt wird und dass die Mitarbeiter auch dahinter stehen. Work-Life-Balance wird bei IKEA sehr groß geschrieben. Man kann die Arbeitszeiten flexibel planen, auch wenn man mal einen Termin hat. Es funktioniert eigentlich sehr gut. Das Service Office bei IKEA bietet zum Beispiel auch Yoga an für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch die Mitgliedschaften bei einigen Fitnessstudios werden vergünstigt angeboten. Bei meinem Praktikum in dem Bereich Facility Management habe ich alles mal ein bisschen kennenlernen dürfen. Gerade auch in Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister. Da durfte ich ab und zu mal mitlaufen, schauen, was auch da die Aufgabenbereiche sind. Wenn ich dann in dem Bereich anfange, werde ich natürlich auch diese externen Dienstleister betreuen. In der Theorie habe ich natürlich schon kennengelernt, wo die Verantwortungen liegen bei Facility Management, was so alles mit dazugehört. Aber in der Praxis nochmal diesen Umfang zu sehen, gerade auch im Einrichtungshaus hier in Wallau oder im Service Office. Die Anlagentechnik ist natürlich um einiges größer und in der Praxis sieht das alles natürlich noch mal deutlich beeindruckender aus. Meine Zukunft bei IKEA. Ich hoffe natürlich, dass ich mich auch noch weiterbilden kann, dass ich weitere Erfahrungen sammeln kann, vielleicht auch noch mal in anderen Bereichen, dass ich vielleicht auch mal mehr Verantwortung übernehmen kann, vielleicht auch irgendwann mal für Mitarbeiter und mal schauen, wohin der Weg mich bei IKEA noch so führt. Wenn du gerade überlegst, ein Praktikum oder eine Ausbildung bei IKEA zu machen, kann ich dir nur sagen, geh den Schritt, bewirb dich, wir freuen uns auf dich.